Sorry, mein Fehler gewesen. Ich hab's nicht einfach in deinen Spielstand geladen, wo wir Probleme hatten. Also mit August im Dauerfeuer. Hä, Moment. Wieder falsch geladen? Nein, ich hab den richtigen. Was geht denn hier vor sich? Ach so, ich habe jetzt Kater genommen. Der war ja bei mir da oben, nicht da unten. Ja, ich bin schon vorm Lift gelaufen. Ach so, kein Problem. Ember ist auch hier oben. Und direkt mitnehmen. Das sind wieder diese Skull-Typen da. Ember, wohin läufst du denn? Hallo? Ich bin als Skull-Typen neu reingezwungen ins Spiel. I need some assistance. Okay, der hat mir Probleme, hinter den Dresen zu kommen. Okay, Andreas ist auch in meinem Weg. I need some assistance. Gott, das Level-Ende, endlich. Ah, es ist endlich zu Ende. Death hat HQ. Hoffentlich wird's hier jetzt besser. Wieso bin ich André? Schau nicht. Oh Mann. We're well below city limits now, so stay alert. There's plenty of UPA equipment around. The foundation engineers install it whenever they're down this far, but it's not all reliable. Okay. Ja. Aufs Internet hier kann man sich auch nicht verlassen. Aktuell. Hm. Ein neues Objective. Locate Death Head Base. Feind St. Lucia Building. Wir müssen jetzt Lucia in die Kirche gehen. Lucia! Weiß nicht, ist das Mutter? Lucia? Oder nein, Lucia. Lucia, nicht Lucia. Also, skanken wir gleich für mich. Okay. Vielleicht wird ja seine Tochter Lucia heißen. Mann, was ist ein düsterer Sound hier in. Lucia hat momentan andere Probleme. Na gut, machen wir nur Death Headquarters, Outen Headquarter. André, bitte, geh bitte rein, André. Bei mir ist André drin. Yep, welchen gab Wege? Der stand kurz davor. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass wir nach unten fahren. Tja. Wow, okay, jetzt gehen wir nach unten. Jetzt fahren wir nach unten. Müssen einen Umweg machen dafür. Oh. Das war nicht so vorgesehen. Meine wollten uns umbringen. Hier ist noch ein anderer Lift. Okay, was haben wir hier? Nicht, dass wir irgendwelche Knöpfe übersehen. Wollt ihr nicht mitkommen? Noko? Ich gehe lieber mit denen. Lieber mit denen, nicht, dass sie zu weit runterfallen und dann Lebenskraft verlieren. Oder verbrennen im Feuer. Ja. Ein schön lecker gerösteter Kater und ein Minoko. Okay, macht euch ein bisschen nicht so breit hier. Lift scheint einziger Weg zu sein. Hm. Macht euch nicht so breit hier, Leute. Ember braucht viel Platz. Echt mal! Nimmt mal ein bisschen mehr Rücksicht auf die fetten Leute hier. Wow. Jetzt fliegt das auch in die Luft. Das wird dämlich. Kommen wir gar nicht mehr hier raus. Follow me. Okay, langsam um die Ecke gehen. Okay, das scheint niemand zu sein. Außer wir vier. Sechs. Was wir haben beide auch noch einrechnet. So düstere Ambienz-Musik hier. So, dann haben wir auch noch Black Clover und. Was ist? Spy. Zu vorsichtig sein, wenn wir um die Ecken laufen. Wie weißt du, da Geschütze sind? Das Geschütz braucht eigentlich auch noch einen Namen: Stanley. Stanley? Warum Stanley? Keine Ahnung. Das war das erste, was mir eingefallen ist.
Stanley Parables. That's the St. Lucia building ahead. Ach. I've got a signal from the technicians again, so we must be close. See if you can find a way inside. New objective, yay. Und St. Lucia building. Find way inside St. Lucia building. Okay. Sandlich Cheater. Naja, ich hab Raketen, ne? Oder Sandlich Cheater. Bauen eine Kirche und dann denken an sie. Ein bisschen Mom ever. Okay, schon mal ein Kran. Schon mal ein Kran, da hinten sind Türe. Fun Fact: Eine der drei Übersetzungen von Asters Namen ist Divine Strength. Und der benutzt dann einfach einen Teufel als seine Kraft. Oh, schöne Gebäude hier. Okay, ich lasse die zwei hier stehen. Ja. Venus. Wir müssen was da reinpacken. Item required. Ja. Sieht aus wie ein Platz für eine Batterie. Eine Batterie. Geht's nicht weiter? Oh ja. Sieht aus, als wie hier unten. Danke, auch Spiel. Oh weh. Ich bin am Rand drüber gelaufen, ohne es zu wollen. Die ist tot, tschö, tschö. Muss ein bisschen auf mich warten. Okay. Bitte tu nicht dasselbe wie ich gerade eben. Aber ich fall doch gerne in den Tod. Ja, jetzt ein Level ist voll chicken, na tot, jetzt fall ich in den Tod. Möchtest du echt der Rate folgen? Ich wollte eigentlich irgendwas anderes gucken, aber... Voll unheimlich, die Musik hier. Wer hat das Feuer angezündet? Welches Feuer? Hier. Bei der Doppeltüre, die sich nicht öffnen lässt. Also der jemand einfach neben der Tür das Feuer entfacht. Auf jeden Fall, hier scheint es runterzugehen. Ich geh erstmal oben gucken. Okay. Ich warte, bin ich hier unten auf dich. Kann man eigentlich von da unten, wo du stehst, das Fenster hier oben zerstören? Keine Ahnung. Zerschießen, weil das sieht zerschießbar aus, weil das ein Glasfenster ist. Und da werden wir auch hochklettern müssen, so wie die Pakete aufgestellt sind. Ich denke, wir können von hier aus darüber kommen. So, der Weg ist frei. Da. Item reverted. Richtig, wer weiß, was sich hier verbirgt. Alles Mögliche. Ein Ratti-Lines. Können wir hoch? Ob es keine Spinne ist. Hier können wir hochklettern. Oh, das ist die andere Seite der Türe. Ja. Aber was liegt denn hier? Wow, 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 wow! Oh. Gut, dass das nicht so tief war. Hey, hier ist die Batterie und dann scheint ein Weg für einen Black Rover. Activate. So, Eingangstür ist offen. Inoko! Carter! Nein, mitkommen, nicht anhalten. Das ist ein sehr interessantes Apartment hier. Nur ein Zimmer groß. Mitten im Keller.
Mehr kann sich die Cheetah halt nicht leisten. Oh. Die ist ja irgendwo im Nirgendwo gelebt und ihres Körpers. Ja. Das sieht nach so ein Stück Butter, wirklich. Das sieht, glaube ich, nach Black Rover aus. Kann ich das überhaupt? Links von dir ist ein niedrigerer Stapel. Nicht über den Grund. Nein, ich meine, ich komme sogar gar nicht mit Black Rover dran. Was soll ich da überhaupt machen hier mit Black Rover? Da ist ein Fass, vielleicht isoliert, dass man da schießt. Das Wort Explosionsfass? Naja. Das ist die einzige logische Erklärung für dieses Rätsel. Ich muss Flugzeug in Video spielen! Das geht ja irgendwie zerstören. Ich kann nur die Ratte anvisieren gerade. Geh mal weg, Ratte. Ah. Kann ich was antargeten? Okay. Battery! 5200 Volt! Ja, pack die große Batterie mit dem kleinen Rover ein. Das sieht so lächerlich aus. Batterie ist größer als der Rover. Und Liebe ist genauso groß wie Asta. Na gut, 1 Zentimeter größer und der passt auch in sein kleines Grimoire. Mhm. Gut, jetzt können wir den Kran nutzen. Ganz vorsichtig, ganz langsam hochklettern. Darf man Liebe ja nicht streitig machen, der eine Zentimeter. Gut. Den er größer ist. Jetzt mal alle an Bord. Tori rein! Welcome aboard, Captain! So, gerade bin ich. Chicken. Oh, du musst hacken. Wo soll ich hacken? Hackern, muss wieder hackern. Mit Touches, Minoko. Geh näher ran. Ja, muss perfekt davor stehen, damit die Hand richtig drauf platziert wird. Download. Crane Override. Hack System. Fünf, vier, drei, zwei, okay, das ganz linke muss ich sofort. Ja. Interessant, das ist jetzt vollkommen anders. Das ja, ist der zweite Versuch gewesen. Das ändert sich immer. Download the date. Ja, danke. Soll ich hier, dass wir deine Kirche ein bisschen kaputt gemacht haben? Follow me. André, ernsthaft? Der läuft fast in den Abgrund. Um uns zu folgen. Follow me. Follow me. Ah, ist so KI, ey. Ach, André. Erst diese ganze Buddy-Blockerei und dann macht er einen anderen Scheiß. So, wo ist denn jetzt lang gegangen? Ja, aber die Fässer. Ach, ist aber sehr schmal, der Weg hier. Bin einfach hochgeklettert. Hm. Und Fenster aufgeschossen. Wunderschön platzierten Kisten hier. So, ich gehe mal mit Spider ein bisschen spannen, was so innerhalb der Kirche los ist.
Nicht sehr viel. Kata, nicht zurückbleiben. Du bist der Chef hier. Follow me. Naja, gehen wir jetzt ganz vorsichtig rein. Ja, wir sind jetzt in Shias Kirche. Minoko, geh da runter! Ach, ernsthaft. Emma, du bist wieder. Wir sind wieder runtergeklettert. Warum machst du sowas? Follow me. Ja. Sieht aber schön aus hier. Schöne Decken. Glas. Ich weiß nicht, wie man das hieß in den Kirchen. Diese bunten Buntgläser. Ja. Ist auf jeden Fall. Was haben wir hier? Broken! Oh. Und sie haben eine E-Mail und ein neues Objective. Sehr imposs. Homing Missiles. Zielsuche Raketen? Sehr schön. Find the Upa Service Lift and collect the weapon upgrade. Ich glaube, es ist ein Upgrade für Ember. Neue Waffe wieder. I'm sending down a weapon upgrade for Ember! Homing missiles, head for the Upa Service Lift, which I've marked on your scanners. Mann, es skaliert so langsam. Sendvegan, jetzt ziehst du unsere Raketen. Ja. Naja. Andrea, bei ihr mal. No trouble. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Zwei Engel? Ja, zu früh. In dem Wappen. Okay. Eine Krone. Tür ist offen. Follow me. Ja, ich komme ja schon. Komm ja schon. Ah, sehr schön. Wasserspeier! Oh! Was? Ach, da oben. Hier ist schon mal ein Sicherheitsbereich. Ich sehe nur den Wasserspeier da oben und muss direkt wieder an Batman denken. Das hat viel das gebracht. Das ist ein sehr kleiner Sicherheitsbereich. Zumindest sind wir hier hinter der Tür sicher. Okay. Dann schauen wir mal, was hier unten ist. Noch ein bisschen Energie snacken. Mal ruhig. Wir haben hier zwei Türen. Zur Auswahl. Stell mal vor, jemand würde die ganzen Project Eden Levels für Batman nachbauen. Vor allem die Kirche. Gibt's überhaupt Batman-Mods? Tür ist zu. Hier können wir freischießen. Ist ja noch keine Gegner. Ziemlich komisch. Außer die Ratte. Sie könnte hier jederzeit mutieren. Was haben wir hier? Ja. Ein zugebretteter Bereich. Ein Geheimtunnel. Von Wehrbelt. Ich dachte, hier nach oben führt. Scheint ein Lüftungsschacht zu sein. Ich komme erstmal zu dir zurück. Ich habe hier ein Fließband aktiviert, der einen Pfosten weiter raus gefahren hat. Ein Fließband? Ich glaube, der Pfosten wurde weiter rausgefahren. Vielleicht springt er was. Vielleicht steht hinter uns auf der anderen Raumseite. Ja, geh mal da lang, wo du zuerst warst. Weil hier kommen wir nicht durch. Dann Lüftungsschacht. Hallo.
dass ich über den richtigen Weg laufe. Instinktiv. Mhm. Anscheinend. Ratte. Hoffe ich keine mutierende. Wow. Zwischen die Fässer und dann wurde ich hin und her gesnackt. Ich wurde gesandwiched von Fässern. Hm. Okay, wir müssen hier freischießen. Dass ich genau dazwischen lande. In der Lücke. Ich bin in der Ritze gelandet. Ich wurde eingelocht. Follow me. Ja, hätte immer Golf gespielt, Chicken. Kann kein Golf. Hätte bestimmt auch nicht geholfen. Let's play Golf with Friends. Hi. Nein. Jetzt wird er Mario Golf. Oder Golf Championship. Einfach auf das Fass zielen. Ja, wollte ich, aber ich bin in der Lücke gelandet. Ach so. Vielleicht, wenn du in die Lücke zählst, fällst du in den Fass. Okay, gut. Zum Beispiel da jetzt, das heißt, wir müssen die Luft jagen. Okay, ich geh jetzt. Du musst nicht drauf schießen. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Meint das. Oh, wir sind jetzt. Das war jetzt die andere verschlossene Tür. Ja, als Abkürzung. Vielleicht ist was hinter den Fässern. Das eines nicht zerstören müssen. Oh ja, das sind zwei Hebel. Ein Hebel, ich rechts, du links. Anders. Vielleicht müssen weiter zusammen aktiviert werden. Okay. Das hält es fest. Alles klar? Warte. Checken, bist du da? Ja, das ist die Faul. Wieder zurück. Ah, bist du da? Es hat die hat einen Luftschacht geöffnet, vielleicht auch einen anderen. Wieder die Internetgeschwindigkeit ist wieder wap. Im Keller. Da müssen wir wieder ein bisschen warten. Im Keller des Kellers des Kellers des Kellers. Der U-Bahn. Ja. scheiße Internetverbindungen. Ich hole mal meinen Rechner zu dir und schließe mir direkt per LAN-Kabel an. Scheiß auf Internet. Ah, ich will das Gläschen Saft rein. Wenn ich die Flasche öffnen kann. Chicken hat Left gegeben. Ja, super. Gekickt. Voll unfair, ey. Mach das nicht, Internet. Ich konnte die Geschwindigkeit nicht handeln. Okay.
Und die Rate versucht, an dir vorbeizukommen, weil hängt die zwischen dir und der Ecke fest. Oh. Hm. Oh Gott, das erinnert mich an Tales of Xillia 2. Chicken Drum Game, hast du mir einen Knocker? Echt? Was war denn Tales of Xillia 2? Da war ich für eine Side-Mission in Jules alter Schule und hab's irgendwie geschafft, mich zwischen den Schülern und den Spinden festzubuggen. Ich kam da nicht mehr weg, musste ich den letzten Safe laden, der vor einem Bosskampf war. Das kommt mir bekannt vor. Steve Gold, Safe early, safe often. Schaff's auch immer, dich irgendwo in der Ecke zu verbuggen. Ach, endlich. Aber ich scheine wieder laufen zu können. Gut. Außerdem, wir mal mit beiden Hebeln haben wir die großen Luftschächte geöffnet. Ach, das Ding? Hm. Und das eine auf der anderen Seite. War hier irgendwas hinter, weil das ist leer? Nein, nein. Aber das andere, wo der Balken auf dem Wiesbandern ist, ist auch offen. Oh Gott. Offene Löcher, geh rein. Eine Lasertüre. Schulgard, Ember und André. Ist hier eine Batterie? Apropos Theme. Ich habe jetzt irgendwie so ein Flashback an das eine Level, wo man in dem Diebesversteck diese blaue Vase stehlen musste. Ach. Berüchtigte Diebesgilde. Ja, Diebesgilde. Oh, du bist wieder unsichtbar. Ich nehme denselben Raum mit dem Lasergittern. Es sind auf jeden Fall Knöpfe an den beiden Nichtsäulen. Wie heißt sie nochmal? Hebebühnen. Scheinen die absenken zu müssen. Hm. Okay. Jetzt fährt das Ding auch weiter. Gut. Das zweite. Okay, unsere Verbindung ist wirklich dumm, weil laut meinem Scanner bist du ganz woanders mit den anderen. Hm, du bist im Noko auch irgendwo anders. Irgendwo sind die Holzwagen jetzt auch unten. Was komme ich da überhaupt dran? Wenn ich Lara wäre und springen könnte, ich müsste irgendwie nach oben. Ah, das war die von. Was ist denn noch? Das soll natürlich so eine deaktivieren, damit ich draufklettern kann. Okay, ich kann nicht von hier aus. Ja. Ich kann nicht von hier aus. Ah, Moment, der eine Balken, der zweite abgesenkt wurde, kann man den vielleicht als... Ah, ne, ich muss nur auf den anderen draufklettern. Hoppla. Gott. Kann ich ihn überhaupt absenken? Den zweiten Balken? Ich muss draufklettern. Item reverted. Oh, kannst du vielleicht einen Balken heben? Den langen Balken. Den ersten? Ja, den langen Balken anheben. Stehe nämlich gerade drauf. Ah, so ein Rätsel ist das also. Ja. Falls ich. Stell dich vor den Knopf hin. So, activate. Gut. Jetzt gehört auf die anderen Balken, die abgesenkt wurden, drauf und die Batterie einsammeln. Wie ich mit einem Geist zusammenarbeiten muss. Ja, stell dir vor, wie es bei mir aussieht. 5200 Volt Batterie. Und die Batterie ist verschwunden. Yay. Hm. Okay. Frage, wofür die Batterie? Vielleicht ist auch eine blaue Security-Türe. Ja, ich öffne die Guard. Öffnen kannst. Jetzt bin ich im Raum drin. Ich bin auch im Raum.
Das kommt mir echt so vor, als spielen wir zwar dasselbe Spiel, aber wir sind in unterschiedlichen Ebenen und müssen irgendwie so interagieren, dass wir uns gegenseitig helfen. Oh, zerstörbare Glasbundfenster. Oh, das sieht aber wunderschön aus. Wie das schön zum kaputt schießen. Hoppla. Oh. Das, oh ne, das ist ein anderer Laufzug. Bereich. Lass mal einen Schacht runterluchsen. Da geht's tief runter. Ah ja, wir brauchen eine Batterie für den, den Aufzug. Jupp. Da ist eine Batterie rein. Moment, warum braucht der Aufzug eine Batterie? Der ist normalerweise an Stromkabeln angeschlossen. Ben, nutzen wir den No-Effekt. Achso, ich bin noch nicht im... No-Effekt. Okay, der Knopf ist... Okay, funktioniert nicht. Ja. Batterie ist doch drin. Können wir durch das Fenster? Nee, das ist zu hoch. Wahrscheinlich mit Spider durch das Fenster mal fliegen. Spider! Ja, vielleicht können wir auch dem unteren Stockwerk irgendwie den Fahrstuhlknopf aktivieren. Von der anderen Seite wäre eine Treppe. Ach, das ist die Sicherheitstüre, wo du nicht weiterkommst. Genau, wollte ich gerade sagen. Es kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir waren auf der anderen Seite. Gitter ist offen. Ah, so, jetzt können wir auf die andere Seite. Follow me. Und wieder zurück, Leute. Ich will mich noch erstmal hier ein bisschen umgucken. Ja, komm, keine Sorge. Warte das mal. Ich gehe schon mit dem Nadern voraus. Das ist ein Kerl, der eine unsichtbar. Ist die Waffe unsichtbar? Er hält irgendwie eine Waffe, die unsichtbar ist. Der ignoriert mich auch. Eine weitere Sicherheitstüre. Das scheint echt nicht auf mich zu reagieren, weil ich irgendwie in einer anderen Dimension bin. Amber. Er hat Spider vollkommen ignoriert. Ach, Amber, ernsthaft, musst du zurücklaufen. Follow me. Ich glaube, das war ein Skript zu den Gegner. Weil irgendwas wird dann mit einem der Typen passieren, den wir treffen werden. Ich will nicht verraten, was. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Sicherheitstür, die du gerade geöffnet hast. Ja, ich auch. Ich bin jetzt auch bei der Sicherheitstür in der Nähe. Erstmal wieder rechargen. Okay. Brauchst du noch jemand? Ja, André. Hey, wir können zur selben Zeit beide aufladen. Das ist schon mal was Nettes. Weil ich jetzt in einer anderen Dimension gefangen bin. Wir spielen zwar zusammen, aber irgendwie spielen wir auch einzeln. Das ist so merkwürdig. Nämlich in der Dark Souls-Serie, wo man die Geister von anderen Spielern sehen kann, wenn deren Blut unsere Todesorte aktiviert. Und wenn die dann irgendwelche Typen random joinen. Und wenn du die dann im Kampf besiegst, die gecheatete Items fallen lassen. Und wenn du die auch unwissentlich aufsammelst, du gebannt wirst. Ja, hab ich davon gehört. Okay, jetzt ist hier schon ein Typen. Mit dem kannst du ein Interview machen. Okay. Okay, was sind deine Freunde? Spiel abgestürzt. Ernsthaft.